Ihn hat 3. Ist richtig? Ja, ne? 8er Tier-Rate, kack Damage, gut Herzchen, das ist schön. Machen wir gleich mal so, save. Hille. Verb ist nicht schlecht. Okay, wir haben Speed Up, Size Down. Ne, da, ne, doch, das ist die Koffeinpille, ne? Okay, das ist nett. Wie hält er denn aus? Naja, ich mache halt nicht gerade viel Damage. Danke. Was macht Verb? Das schenkt dir, gibt dir deine zuletzt verwendete Pille. Also wenn ich Verb nehme, natürlich dann wieder Verb. Das kann ich halt endlos machen. Aber wenn es halt eine andere Pille ist, dann kriege ich die andere Pille nochmal. Also ich kann Pillen dann verdoppeln vom Prinzip. Und da es ja richtig geile Pillen gibt, ist das cool. Wo ist der Miniraum? Der Miniraum, das hier. Okay, Range Down will ich nicht verdoppeln. Range down wird nicht range up, oder? Das war kein Herz drauf, oder? Na doch. Verb finde ich zwar von der Sprachausgabe schon recht geil, aber am besten wie ein Horf. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber das Schönste ist trotzdem immer noch Balls of Steel. Muss man einfach zugeben. Tja, fast nochmal dran gelaufen. Vielleicht nochmal näher, nochmal springen, hätte nichts gemacht. Charge. Oh, super. Jetzt haben wir 2 Orbitals. Zum Glück könnt ihr fliegen. Und zum Glück bin ich schnell und schieße den anderen direkt in mich rein, mal wieder, ne?
Gott, mache ich wenig Damage. Mir ist Pretty Fly, glaube ich, sogar lieber als Balls of Steel. Ja, klar. Er kommt immer auf die Situation natürlich an, ne? Nochmal ein Speed-Up. Okay. Kommt immer auf die Situation an, aber wenn du... Wenn beides... Wenn es jetzt kein Stress ist im Run, dann ist es... Dann ist Pretty Fly geiler, klar. Definitiv. Da liegt einfach Hosthead rum, nice. Ich habe keine Bomben. Das ist nur, dass die Tiers schneller werden, ne, wenn ich so schieße. Okay. Läuft er ins Feuer? Für die ist natürlich Intensifying Tears geil. Wenn die Range noch stimmen würde, wäre super. Die Bombe. Gibt es auch 5 Bomben? Nein, gibt's nicht. Drowsy. Was macht einem drowsy? Weiß das doch schon wieder nimmer. War das Wafer-Effekt? Ich kann mir die nicht merken, die Pillen, ne? I'm drowsy. Slows all enemy. Ah ja, okay. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Ja, das auch nicht. Die Opferräume solltest du auch mal in deine Pro-Isaac-Assortiment aufnehmen und ab und an sinnvoll nutzen, regelmäßig in Betracht ziehen. Ja, aber da, weißt du, da musst du schon gut HP haben, um das zu machen. Stimmt schon. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 8 oder mehr HP hast, kannst du das meiner Meinung nach machen, aber ansonsten. Leider keine Bombe mehr bekommen.
Penny ist nice. Unsere Range ist halt echt für einen Arsch, ne? Danke. Wartet mal kurz. Wenn ich jetzt den mit zwei roten Herzen nehme, ist das sinnvoller oder mache ich das erst anders? Es ist wurscht, ne? Ich kaufe mir das hier für ein Herzen und dann noch das. Es ist so egal, wie rum ich es mache. Wenn ich es jetzt erst drücke, mein Space-Item, dann habe ich drei blaue Herzen mehr, die Dinger kosten aber auch drei Herzen, also es ist vollkommen egal. Es war ein kleines bisschen risky jetzt, aber. So habe ich die Streak verloren. Na, so habe ich die Streak verloren. Sowas gemacht. Oh nein, ich habe hier nicht mal aufgesprengt. Ja, hätte ich mal meinen Stompy behalten. Naja, theoretisch muss man die ja nicht mal voll durchziehen. Items gibt es schon für 5 oder so. Opfer und ein Angel Deal kann man sich selbst bei bereits genutzten Devil Deal auch. Ja, das stimmt. Das musst du halt machen, wenn du viele rote Herzen, Herzcontainer hast, dann geht das natürlich auch. Ja. Und wenn viele Herzen rumliegen irgendwo. Das ist schon richtig. Da denke ich also nicht dran. Oder das ist mir halt immer zu risky, aber das stimmt schon. Warum nicht nutzen, wenn noch 5 Herzen irgendwo in der Ebene rumliegen? Na? Also damage-technisch sieht das schon mau aus hier in Ebene 3, aber ist ja zum Glück Ebene 3, ne, und nicht Ebene 6 oder so. Aber die werden jetzt schon schwer hier. Hier legen wir mal ein Bäumchen hin. Hast du grundsätzlich recht, Moses. Wie meistens. Oh fuck, ich wollte den eigentlich mit Gabis Hairball töten, damit er noch ein bisschen größer wird, Gabis Hairball. Wenn du den so leicht hinter dir her siehst, ist das eigentlich ganz nice. So. Oh oh. Kein Scheiß bauen jetzt. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen es anders. Nur einen Schlüssel, den nehme ich ja jetzt nicht da unten.
Das ist schon ätzend, wenn du so wenig Herzen hast. Und so wenig Damage. Und eigentlich gar nichts down kriegst. Bossy schon, okay. Litchi rockt. Die Sonne. Würde schon gerne mitnehmen, ne? Aber die Sonne ist halt die Sonne. The Sun. Ah, ich hasse das, wenn ich so schwach bin. Oh oh, Ecke, 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 Ecke. Gut. Ecke ist immer blöd. Hallo? Warum spielt er das nicht ab? Hä? Da steht nichts. Der Song ist nicht verfügbar, Alter. Abandon all ship. Und es besteht ja auch 50-50 schon, dass man mit Opfer 10 oder so 7 blaue Herzen zurückkriegt. Ja. Ja, ist nice. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, für 7 nehmen wir den, ne? Das auch. In den Würfelraum will ich eh mal gucken. Nehmen wir doch hier den Einser mit. Kappis Hairball Challenge, die ist auch geil gewesen. Das ist natürlich blöd. So ein doppelt verschlossener Würfelraum, stimmt ja. Dann ist es mir hier schon lieber, ne? Das ist ja schon leicht. Aber stimm mir zu, mit 5 Herzchen, einem roten und 4 blauen geht man dann nicht rein. Wie es vorhin der Fall war, ne? Okay, hier will ich nix, ne? Ist das noch eine Verb? Nein. Telepill. Oh, ich auch nicht doppelt. Explosive. Diarrhea. Nein, Bombe gekauft. Oh, naja, ist nicht so schlimm. Wenigstens noch was Sinnvolles, ne? Okay, da unten komme ich nicht rein. Keine Schlüssel.
Damit hat sich das hier auch erledigt. Leider. Oh, die Ebene war lang. Jetzt gehen wir auch mal weiter, ne? Ganz gut ausgerüstet jetzt mittlerweile. Oh, falsche Richtung. Er hat mich. Das ist wie wenn der. Wie gegen den Keeper. Wenn du den Elfmeter gegen den Keeper schießt, da hat er keine Chance mehr. Auf den falschen Fuß erwischt, sagt man da, glaube ich, ne? Auf dem falschen Fuß erwischt. Curse of the Lost. Okay, wir starten rechts wie immer. Oh, das war fies, Litchi. Mensch, Litchi. Ja, sicher, muss man natürlich jedes Mal abwägen. Aber ein Bro wie du, danke. Sollte sich den Raum eigentlich dauerhaft im Kopf, in den Kopf pflanzen? Ja, das stimmt schon. Das mit dem Trigger habe ich nicht, das habe ich überlesen jetzt. Okay, das ist schon ein fieser Raum, ne? Ich weiß, was du meinst, Moos. Gott, das ist auch hässlich hier. Grundsätzlich eigentlich eine geile Idee, die Gegner, aber die sind schon hart. Die kann man gut platzieren in manchen Räumen, meine Güte. Machen wir nicht. Okay, wir waren rechts, wir sind jetzt oben. Okay, dann gehen wir erstmal ganz nach oben. Gott, oh, das war wichtig. Balls of Steel. Balls of Steel. Naja, das ist kein Drama. Wenn die nicht, oh, ich wollte schon sagen, wenn sie nicht getriggert werden, durch in die Nähe kommen, dann kommen sie, dann wechseln sie ihre Position, ne? Wurmt im Schlauch. Ja, ich habe auch lang genug gewartet, ne? Muss man ja auch sagen. Das ist mein Litchi. Ich habe gedacht, was macht der Typ denn da? Wie läuft der denn da rum? Der Litchi rockt schon, ne? Krass. Thank you.
Ah, oh, er ist da hinter mir direkt gespawnt, Arsch. Unlucky. Sehr unlucky. Ist so rein. Ich brauche kein zweites Spacebar-Item. Das ist mir eigentlich zu viel kohlig. Reroll lieber. Doppel-Bomb-Drop ist jetzt auch nicht so toll. Das war keine, wie sah denn die Balls of Steel aus? Ist aber auch wurscht, ich nehme sie jetzt eh nicht mit. No bomb. Okay. Aber wenn jetzt eine Bombe droppt, bin ich sehr im Zwiespalt, was ich machen soll. Hier oder unten drunter legen. Okay, sehen wir's. Das Range down. Hi Crimson Un. Crimson Unbird, ne? Sun! Entschuldigung. Crimson Sunbird. Entschuldigung. Okay, wir haben eh keine Bombe, also ist es Wumpe. Gehen wir rein. Oh, Spawner Gertie, nice. Oh, der hat aber da hinten die ganze Scheiße. Da ist noch irgendwas, was spuckt, ne? Aber da komme ich, glaube ich, nicht ran. Alles fit, ja. Alles gut. Das ist das Familia Book. Oder? Es gibt, glaube ich, zwei neue Bücher. Ich hoffe, bei dir auch alles gut. Willkommen im Stream. Lange nicht gesehen. Ich bin wieder Streak-focused, ne? Die netten Zeiten sind vorbei, wir streaken wieder. Das war das hier, ne? Nächstes Item spawns a Bone Orbital. Gab es nicht noch ein anderes Buch? Es gab doch noch so ein anderes Ding, ne? Ah, ne, das war the Sacrificial Altar. Der Altar. When used this item spawns a bone orbital or charm bony. Not pony, sondern bony. For each enemy killed in the current floor. For each enemy killed in the current floor? Room. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Das heißt, wenn ich das hier jetzt nehme, ne? Ah ne, ist ja im Devil Deal, dann bringt es mir wieder nichts. Dann kann ich das andere nicht mit runternehmen. Weil das Achievement brauche ich auch noch, dass ich in einem Raum drei oder mehr Typen spawne, die mir gehören. Mache ich jetzt hier aber nicht, weil ich will das Buch definitiv mitnehmen. Den Dings da, den, wie heißt das? Ihr wisst schon, was ich meine. Den Nail. Wäre nochmal ein geiles Achievement, aber das kriegen wir auch öfters. Wenn wir so ein geiles Spacebar-Item haben, dann nimmt sich das nicht. Problem ist, wir haben halt wirklich null Damage, ne? Wir haben null Damage. Und keine Range noch dazu.
da. Ja, bei mir auch alles gut soweit. In der Uni zu machen, konnte deswegen da kein Problem. Das war kein Vorwurf oder so, das war einfach nur eine Feststellung. Hätte dieses Oldschool Game, wo du wirklich nur hier unten stehst, links und rechts dich bewegen kannst und genau dasselbe passiert wie hier, dass sich ein großer Ball immer in kleinere Teil und du musst das schaffen und es werden immer mehr Bälle. Nur sind die, bewegen die sich natürlich viel schneller als Envy. Und da stehst du auch einfach nur so. Da kannst du dich aber nicht nach oben bewegen. Das ist richtig oldschool. Das ist so, ich weiß nicht, ob das so die Pong-Generation halt, ne? So ganz, ganz oldschool. Oh, weg hier. Ich schaff das nicht. Pang. Das wurde genau, schießt das Seil hoch, richtig. Ich einfach super, super schwach bin. Oh. Pang heißt das, okay. Und nochmal, oh. Jetzt. Durch diese die Intensifying Tears will ich halt versuchen, so lange wie möglich hier stehen zu bleiben. Aber irgendwann musst du wechseln. Hey, ich bin halt gut geschützt, ne? Das ist halt mein Vorteil. Gibt's sogar zum wahrscheinlich x-ten Mal auch für die PS4 ausgelegt. Echt, kostet das noch was, oder wie? Hier könnte ich jetzt tryen, ne? Aber ich habe halt wieder nur blaue Herzen und ich habe halt ein scheiß Bild, ne? Oh, fuck. Fünfer oder Zehner? Gottes Willen. Ach, ich bin so blöd. Warum nutze ich das nicht hier? Ja, klar. Stimmt, ich habe ja Host-Head. Das ist ja nice. Jetzt hat Host jetzt sogar noch so ein Ding gefressen.
Ja, ich weiß, der Sacrifice Room. Ich werde den jetzt schon kurz nutzen gleich. Ich habe noch Batterien und so hier liegen. Ich kann ja zwischendurch rausgehen, ne? Okay, ich habe so Ablenkenschüsse auch noch. Danke da. Der Heal kann man sich ja drüber trauen, ja, aber nicht mit dem Damage, den ich habe. Das ist das größere Problem. Nein, ich häng Wer fest. Schaut denn da vorbei? Gott, Reni, Dankeschön. Die Muffins am Start. Willkommen, willkommen. Wir spielen mal wieder Isaac. Danke für den Horst. Empress. Opferzahl bleibt für gespeichert, das ist nett. Kurz hallo, erstmal unter die Dusche hüpfen. Ich wünsche dir viel Spaß. Oh Gott, des Willen. Move mit auf engstem Raum hier. Nein, nein, nein. Danke. Danke, du Wegschieb-Dings. Nein. Doch, so ein Request, klar. Ja, der kommt dann schon. Kommt dann schon. Wenn der Bot dir nichts sagt, dann passt das schon. Wir haben wieder eine Verb. Ja, Hosehead hat's gemacht, ich weiß. Okay, immer mal wieder was Neues. Okay, aber der ist jetzt nicht schwer, der Raum, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, Boomfly sind wurscht, ich weiß, zum Glück. Alter, ich hasse die Viecher. Die Pretty Flies tun ihr Restliches, ne? Echt so gut, dass ich genügend Def habe. Ansonsten würde das verdammt harter Run werden. Wird so vielleicht auch noch, man weiß es nicht. Mal gucken, was kommt. Sind wir eigentlich Depths 1, ne? Falls du es überlesen hast, Nail im Sacrifice nutzen, möglichst lang drin bleiben und ausnutzen. Warum im Sacrifice? Jetzt ist es zu spät. Ah ne, da ist noch eine Battery. Rosary kann man noch mitnehmen. Ah, hätte ich später mitnehmen sollen, ne? Erst im Sacrifice Room. Da gibt das nicht drei blaue Herzen? Ich glaube schon, ne? Das war dumm. Damage Boost wegen der Engel, boah. Wie ist denn eigentlich die Konstellation? Ich kann halt ein bisschen den Engel machen, ganz ehrlich. Könnte ich das mal an. Mit meinem Damage, selbst mit dem Damage Boost.
Das ist besonders ist es ein scheiß Room, ne? Mit den Kanten da. Soll ich das echt weitermachen? Guck mir meine Herzanzahl an. Ey, das ist nice. Das war wichtig. Er ist natürlich hässlich, der Angel hier. Hoppa, 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 hoppa. Oh, zwei von denen ist hässlicher als diese Strahlen. Ich muss jetzt mal gucken. Geht das auf Platinum God irgendwo? Sacrifice Rooms. Steht's. Danach komme ich in den Dark Room. Das soll ich natürlich nächstes nicht machen, ne? Jetzt muss ich es lassen. Nach dem 11. Herz. Beim 9. kommt der erste Engel. Beim 10. kommt 7 Herzen, was ich bekommen habe. 30 Coins. Und beim 11. kommt der andere Engel. Na, ja, da steht's. Bei Platinum Gold steht's. Okay, dann war's das. Ja, hat nicht viel gebracht, ne? Aber war nice. Ja, genau. Direkt danach kommt der Darkroom Port. Okay. Naja, ein paar Münzen. Wir haben keine Herzen verloren. Alles gut. Es hat auch mal Spaß gemacht, das zu machen. Aber kann natürlich... Ich weiß gar nicht. Irgendwo kann auch ein Item spawnen, ne? Ah, und beim 7. gibt es zu 33% eine Chance auf Angel Room. Beim 4. gibt es eine Chest. Beim 6. gibt es einen Teleport zum Devil oder Angel Room, also zu dem, der eh da ist. This will always be an Angel Room, unless you have already seen the Devil Room on this floor. One random Chest. Oder one random Chest beim 6. Okay, alles klar. Die Items gibt es beim 6. zu 66% und beim 4. zu 50%. Okay, ich. Relax. Wheel of Fortune. Ja, 100% Angel Lead Chance. Warum?
Ach so, weil das Opfer jedes Mal den Angel Deal erhöht. Ja, das ist natürlich auch cool. Ich mag ja Angel Deals. Nice. Das hier macht mehr Damage ab, ne? Und Speed up, ne? Aber warum kam denn jetzt ein Devil Deal? Das ist dubios, oder? Das ist dubios. Im Optimalverlauf garantiert, ja. Aber das ist trotzdem dubios. Außer er wird schon erzeugt. Nee, der kann doch nicht erzeugt. Doch, kann sein natürlich, dass er erzeugt wird, wenn du reinkommst. In die Ebene. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Muss ja so sein. Warum soll ansonsten jetzt ein Devil Deal kommen? Und da ich den jetzt mitgenommen habe, kriegen wir jetzt nur noch Devil Deals. Okay. Ja, ist auch kein Drama. Wie hat der mich getroffen, Dan? Bucky? Die Bibel ist ein... Ja. Ah. Warte, das können wir mal nachgucken. Ja, ist ein Angel Deal Item. Ha, geil. Das ist ja krass. Das ist ja echt hart. Oh, der Böse. Obwohl, der, wenn man den auch kennt, ist der gar nicht mehr so böse, ne? Von dem hatte man früher immer riesig Angst. In dem Moment wird er wieder normal. Okay. Genau, das wird der Bug gewesen sein. Der Raum war schon gespawnt, es wurde nur noch das Item vom Devil of... Gut, dann wär's, dann hat mich das jetzt aber halt ein Herzchen gekostet. Das war's dann aber. Und meine Angel Deal Chance hat's gekostet. Ja, die wollen aber auch nicht springen, ha? Oh Gott. Hässlich. Schlaf in 10 Betten. 1 von 10 haben wir. Ist auch noch ein Achievement. Bringt mir zwar gerade nichts, aber ich hab's jetzt einfach gemacht. Sprenge 5000 Bettler ist keiner, ne? Kein Achievement. Edelpilz, nee. Ja, ich will meine Verb schon noch nehmen. Ah.
meine Tiere sind halt immer noch bescheiden. Ich muss noch klassisch durchspielen, ne? Okay. Warum dreht er sich rum? Ich glaube, der war noch nicht getriggert. Ja, der auch! Ich kann ja so andersrum raus. Das war süß jetzt. Wie wenn es auch eingeplant geworden wäre. Eingeplant geworden wäre? Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte jetzt hier eine Trollbombe bekommen müssen. Oh, guck mal. Wie wir läuft der denn rum? Das wegen Lychee, glaube ich. Wenn Lychee mehr Damage macht als ich, dann fokussiert er sich auf den. Und auf jeden Fall gleich an Sacrifice rumdenken sollte, ist, wenn man den Wave... Ja gut, das ist klar. Das ist klar. Das ist auch neu. Der hässliche Raum. Hält aber auch einiges aus. Er hat Damage bekommen. Das war wichtig. Black. Rune. Spät weg. Ich hab nicht gedacht, dass der so schnell kommt. Nein. Eines der wenigen Items, was man wirklich einfach nicht gerne aufnimmt, weil es keine Vorteile hat. Ne? Hat mich der IEC wieder im Chat begrüßt. Ja, das ist, weil ich ein Disconnect hatte anscheinend und der Chat dann irgendwie anscheinend neu gestartet wurde. Also ich weiß es nicht. Jetzt habe ich einmal kurz falsch geguckt. Und dann ist meine High-Tier-Rate wieder weg. Oh, und für den ganzen Shit gibt's ein halbes Herz. Danke. Oh, wir sind Depths 2. Ich
muss echt die Playlist mal ein bisschen anpassen, ne? Es ist sehr viel harter. Ach nee, dich habe ich gerade eben schon zweimal getötet. Ups. Schon drin. Wieder einen langen Run. Aber ihr seht, ich bin immer noch nicht stark, ne? Also weit entfernt von den letzten Runs. Die Engel brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Was gibt es zwischen dem ersten und dem zweiten Engel? Da gab es aber nochmal die Chance auf die Herzchen, ne? Das heißt, ich muss bloß bis dahin machen. Oder spawnen die dann was? Das werde ich sehen, weil den ersten Engel mache ich, ja? Da bin ich jetzt mal gespannt. 7 Hearts, 30 Coins. Cannot be Nickels or Dims. Okay, kein 5er und keine 10er, okay. Okay, 1. 2, 3, 4. Ganz kurz, wo kommt er jetzt? Können wir mal gucken. 4, jetzt kommt 5. 3 Coins. You feel blessed buff. Increased chance to disincreased chance. Okay, Devil Deal Chance, Angel Deal Chance. Jetzt haben wir wieder 100%. Jetzt kommt... Jetzt kommt sechstens. Teleport to Angel Devil Deal Room. Oder auch nicht. 7. 33%. Also entweder ein Soul Heart oder ein Angel Devil Deal. Ein Angel Deal. Soul Heart, okay. Jetzt können wir erst nochmal Herzchen sammeln. Weil der eine Engel kommt. War da noch irgendwo eine Battery, oder? Shop? Shop habe ich noch gar nicht. War doch da hinten. Noch irgendwo eine Battery? Da war der Chibi-Bug. Der so heißt. War nichts mehr drin. Okay, jetzt haben wir natürlich unseren Buff nimmer. War ein bisschen blöd. Können wir nicht mehr ran? Telepilz, nein. Oder unten nochmal. Habt ihr eine Battery? Unendlich Bomben ist auch nice. Answers. Beim Drowsy ist doch schon mal ganz nett, ne? Relax. Okay. Ach, fuck. Falsch. Okay, jetzt kommen 6 Trollbomben. Dann kommt Uriel und dann 7 Soul Hearts. Wir machen das jetzt einfach, ne? Ach, ich kann da oben drüben noch den super geheimen Raum. Vielleicht ist ja eine Battery drin. Oder sowas. Easy. Ja, komm, nehmen wir auch. Ah, ich depp. Ich hätte erstmal hier gucken sollen. Ne? So blöd. Wenn jetzt Curved Horn spawnt, Pech gehabt. Oder Cancer. Oder irgendwas anderes Geiles.
temperance. Bin ich mal gespannt, ob der Angel noch was anderes spawnt. Ich glaube nicht, ich glaube, der spawnt dann gar nichts mehr. Wie beim Angel-Deal, ne? Du den dritten Angel tötest im Angel-Deal. Ich hoffe doch mal, Kili, dass noch jemand da ist. Bisher hat noch niemand was geschrieben. Oder ich kann es auch nicht lesen. Ich kann nur W2 lesen. Alles gut. Auch in Ordnung, ne? So, okay. Ja, Sansola geht. Es geht. Rollbomben. Posthead, kein Problem. Engel. Nicht raus. Danke. Hab die am Drowsy gar nicht genutzt. Da lag noch eine Bombe. Okay, ich guck gleich, danke. Okay. Also er droppt nichts mehr. Wir haben Full Life. Wir haben die Drowsy. Ich nehme die Drowsy jetzt mit. Drowsy ist schon nice. Oh ja, danke schön. Okay, wir können in Depth 2 gehen. Ne, wir sind in Depth 2. Okay, Mummy Inc. Wird jetzt ein längerer Kampf, ne? Nur Lichi könnte mal angreifen. Ja, es geht ja sogar. Ja, das zählt ja als Bombendamage. Stimmt ja, ich brauche ja gar keine Angst zu haben vor ihrem Fuß. Nach Moses. Danke für die ganzen Tipps und für die häufigere Erwähnung des Sacrifice Rooms, den ich jetzt fest in mein Repertoire während des Eden Streaks einbauen werde. Damit die Runs noch länger gehen und alle, die sich eh schon aufregen, dass Gorbys Runs so lange gehen, noch mehr zum Aufregen haben. Danke dafür. Und eine gute Nacht. Okay. Mit dem Kretz-Run immer noch. Wir haben nichts geschafft. Wir haben nichts dazu bekommen. Intensifying Tears war das beste Item. Okay, wir haben den Runeback. Der könnte jetzt ein bisschen rocken. One makes you small. Okay, wenigstens das. Okay, wir versuchen es mal. Es geht eh rechts rum und dann ganz unten rum oder so. Könnte noch gefährlich werden, das Ganze hier. Weiß man nicht, ne? Die Cathedral kann übel sein. Nein! Oh! Bob's Brain Run. Oh mein Gott.
aus Versehen Bob Spray mitgenommen. Ist okay, ne? Ich will nur noch ein bisschen Damage abholen. Das ist alles, also mein Space-Item nochmal aufladen und dann geht's schon weiter. Okay, aber es sieht. Oh, guck mal da. Sieht einigermaßen IO aus, ne? Der Run. Durch die ganzen Dev-Items, wir sind sehr gut geschützt. Wir sind vor Bomben geschützt. Wir haben. Zwei Pretty Flies, wir haben noch den Guppies Hairball. Haarball, den ausgewurmelten. Ich habe gerade Dr. Fetus und richtig gute Bombenverbesserungen. Wenn ich jetzt das Knife aus dem Devil Deal einsammle, sind meine Bomben weg. Du kannst auf Platinum Gott, ich weiß es nämlich selbst nicht genau, du kannst auf Platinum Gott, aber wenn du da dann auf Afterbirth Plus Synergies gehst, dann kannst du machen, warte, kann ich dir kurz sagen. Wenn mein Internet funktioniert, irgendwann mal jetzt. Dr. Fetus mit Knife. Isaac holds mom's knife and also fires. Das ist schlecht. Weil dann hast du das Knife und du musst das ja halten zum Aufladen und du feuerst dann unkontrolliert Bomben. Also nicht machen. HP ab und Damage ab oder Squeezy Lemon Squeezy hier? Ganz crazy. Eigentlich hätte ich das andere nehmen sollen, aber jetzt habe ich nämlich das. Und ich habe jetzt immer 6 oder 5. Eigentlich Blödsinn, das zu nehmen, ne? Ich weiß. Ist eine schlechte Kombi, weil du musst dann trotzdem eigentlich mit deinen Bomben werfen. Und das Knife hast du halt nur so vorne dran als Orbital vom Prinzip. Das andere wäre besser gewesen, ich weiß. Komm, Bob Sprayen. Hol dir den. Boom. Das war total Bullshit, weil das hat mir ein Tiers abgebracht. Das war's. Das andere wäre ein HP-Up gewesen und ein Damage-Up. Ein Damage-Up wäre wesentlich besser gewesen. Ach, ist trotzdem nice. Oh, wir kommen sogar 4 runter, nicht nur auf 5, sondern noch. Oh, wir kommen auf 3. Dann war es doch cool. Dann war es doch cool. Gerade für statische Kämpfe, wie die beiden Bosskämpfe. Nice. Geil. Oh. Nest. Ja, schon Wooms 2, dann gibt es natürlich noch einen Weg nach unten. Da links will ich schon gerne rein, hier kurz. Verp.
zu spät. Und schon, aber es war zum Glück Bombenschaden. Der trifft mich zum Glück nicht. Du musst bei dem Raum hier gleich hier unten rein und den hier töten. Sonst wirst du getroffen. Du hast keine andere Chance. Zieh der Platz weg. Läuft, läuft, läuft. Ist in Ordnung. Wir müssen nach rechts und dann hoch irgendwie. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch richtig geile Tier-Raid. Das ist auch gut so. Natürlich probieren, Kili, mit deinen Bomben. Wenn du Skill hast, kriegst du das auch hin. Das probieren. Balls of Steel. Hat's gemacht. Oh, wo kommt der denn her? Oh, das ist neu hier, ne? Oh, dass die nur so an so kleinen Dingern festgemacht sind, ist neu. Okay. Jetzt kommt die Kathedrale. Warum flogen die Tränen vom Boss zur Seite? Ich habe ein Item, das macht das. Aber ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. I am the one oder so. Das ist gut. Ich bin gar nicht weit. Warte, kann ich dir sagen, wie das heißt? Item heißt... Oh, wo sind die Dinger? Die sind ganz alt, das hier. The Soul. I am all. Two Soul Hearts, also zwei blaue Herzchen. Und enemy projectiles will now slowly curve away from Isaac and avoid hitting him. Also, sie curven von mir weg. Oh, was Neues noch. Helfer, okay. Kein Problem. Okay. Und das ist so ein Vorteil. Erstens, wenn du fliegen kannst, das kann ich leider nicht. Und wenn du Bomben widerstehen kannst.
Und natürlich, wenn die Schüsse abgelenkt werden, ist auch ein Riesenvorteil. Hä? Was ist denn noch da? Ach, okay. Hier ist wahrscheinlich eh Creed drin, ne? Aber. Oh, doch nicht. Ja. Auch nichts mehr. Kommt den da oben den Supergeheimraum? Nehmen wir jetzt aber auch noch mit, wenn der schon mal in der Nähe ist. Oh Gott. Ein kleiner Drecksfurzhaufen. Oh, das war eng. Hätte das auch als Bombenschaden von dem? Du weißt gar nicht. Wahrscheinlich nennt das ein elektrischer Schaden. Bombenschaden zu tun. Bin ich jetzt voll in den Rhein gerannt? Ich habe keine Ahnung. Das Item ist natürlich echt Gold wert. Bob's Brain! Hier ist Bob's Brain übrigens auch richtig geil. Isaac hier nicht genug Schaden bekommen, den P2. Und das ist richtig ätzend. Dann geht der nämlich voll ab, dann geht der Enrage. Dann nutze ich hier eigentlich mit gerne meine Bomben. Okay. Yo. Wir könnten über Mega-Satan gehen, werden wir aber nicht tun. Weiß Ludovico? Ist das Ludovico? Ja, ne? Ja, das ist Ludovico-Technik. Was macht denn Ludovico zusammen mit Tech One? Moment, das muss ich mal gucken. Both items combine and work alongside each other. However, your Tech 2, das Tech 2 laser will fire in the direction closest to your Ludo tiers instead of the directional key that you press normal. Okay. Also ist Ludovico und ich habe noch so einen Laser dabei. Hier und dann geht er nach unten. Wir machen hier. Wie ist das denn jetzt mit Markttiers? Das funktioniert nicht, oder? Ne, das funktioniert nicht. Warte, muss ich kurz, auch kurz gucken. Markttiers. Can be overwritten by other tier modifiers such as Mom's Knife and Brimstone. No effect to Lilith's Incubus, okay. Ey, das nehme ich dann nicht. Und das nehmen wir auch noch mit. Hätte man tot gewesen sein. OMG, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es nicht machen sollen, das wird hässlich. Das war super dumm, die beiden Dinger zu nehmen. Ich habe gedacht, das sieht cooler aus.
Och, natürlich. Wo bin ich hier? Okay, muss ich jetzt irgendwie durchkämpfen. Das war richtig scheiße, das zu nehmen. So blöd, ne? Aber warum schießt der auch nicht dauerhaft? Schießt Tech Tool, schießt doch dauerhaft. Also ich muss da auch noch... OMG, Leute, das ist das Ende der Streak, sage ich euch. Es wäre so ein Easy Run geworden und ich mache so einen Scheiß zum Schluss jetzt noch. Und dann kommt aber auch noch Triple Dings hierher, ne? Alter! Danke, das dauert! OMG, ich bin sowas von dem Arsch. Ich bin sowas von dem Arsch. Ja, natürlich. Okay, und tschüss. GG. Willst du das denn schaffen? Drei Kreuze, wenn ich das schaffe. Das ist eine harte Kombi. Alter. Boah. Wieder was gelernt. Jera. Ah, Mann, das hier, falls was ganz Fieses kommt. Das ist eine Sackgasse, natürlich. Ich muss noch mal links rum. Ich muss noch mal einen weiteren Weg gehen. Natürlich. Mir selbst zuzuschreiben, ne? Platzen. Danke. Das ist auch eine Sackgasse. Oh, ich muss da vorne rum. Oh mein Gott. This is crazy.
Wo ist meine? Oh, da. Natürlich. Die ganzen großen Räume durch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lass diesen Raum nicht die Wirklichkeit sein hier. Da ist das scheiße. Das ist real, wir können es schaffen. Das ist eigentlich hässlicher als alles andere zusammen hier, das hier. Hab ich echt getroffen? Endlich! So kann ich beides machen, wenn ich links halte und dann so ein bisschen rechts drücke, ne? Dann fliegt aber Bob Spray nicht. Bob Spray soll schon fliegen. Der macht mir, der Laser macht mir Schaden. Ja, das schaffen wir, Leute. Schaffen wir. Geil. Ich bin mal mit gerechnet.
Nach den ersten zwei Räumen, du musst dich ja erstmal dran gewöhnen, ne? Mit was machst du wann, wie Schaden, wie viel? Und was ist besser? Die Drowsy-Pille war natürlich der Oberknaller hier. Jetzt gerettet. Ansonsten wäre der super schwer geworden, der Fight. Guckt euch das mal an. Wir haben 4 Damage. Das ist. Das sind 2 Striche früher, als man das noch nicht hatte, ne? Schnell rein. Der war echt hässlich, der Run. Aber hat Spaß gemacht. Und man weiß, nimm niemals Take Two mit Ludovico. GG, dankeschön. Isaac stand 3, nice.